Die schwierigsten Trickshots in Minecraft. Von leicht bis sehr schwer gibt es wirklich alles. Doch wie schlagen sich eigentlich wichtiger bei Zap und Air vor? Ich habe für die drei nämlich 8 Trickshot-Level gebaut, die sie meistern müssen. Gewonnen hat derjenige, der am Ende die meisten Punkte hat. Ein geschaffter Trickshot gleich ein Punkt. Doch jetzt kommst du ins Spiel. Was denkst du, wer schafft am Ende die meisten Trickshots, also hat die meisten Punkte? Schreib sie jetzt gerne in die Kommentare. Wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, abonniert gerne den Kanal kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Und ab nächster Woche Donnerstag gibt es wieder täglich Streams auf Twitch. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Was erwartet dich hier? Guten Tag. Keine Ahnung. Digga, ein Rentner. In diesem Video geht es um die schwierigsten Trickshots in Minecraft. Es gibt 8 Level. Alles klar, Chef. Es geht nicht um Zeit. Ja, okay, dann fangen wir an. Ich bin so kacke, Digga. Yo. Wow. Du musst hier einfach nur ein God-MLG unten auf diesen weißen Punkt in der Mitte machen. Okay, dann lass uns den ersten Sprung machen. Ach, Digga. 1, 2 und 3. Du Scheiße. Oh. Zwei Tries, ich mach's First Try. Ich dachte, jetzt kommt so 3 Skelette in der Luft hinten mit Bow und dann EP gegen Skelett und dann pack ich doch mit links. Nicht auf dem weißen Block. Ich hab Augen gerade zu. Da ist das ein extra Punkt. Schon wieder nicht. Ehrlich gesagt, ich hätte nicht erwartet, dass du direkt einen Punkt kriegst. So. Klar, Bruder, leichtes Level. Weiter geht's, Bruder, weiter geht's. Willkommen im zweiten Level. Hier ist ein Target. Du musst es mit dem Crossbow hitten. Wenn du hier drauf schießt, aktiviert das den Dropper da drunter und der droppt einen Wassereimer. Der wird dann hier halt in die Luft gedroppt. Du musst ihn auffangen und einen MLG machen. Mit diesem Wassereimer wirst du dann einen MLG machen. Let's go! Der Haken ist, du musst im Fall dieses Target treffen. Du darfst nicht oben, wenn du stehst. Was? Wer nicht gewinnt, der nicht wagt. Let's go. Alles klar, erster Try. Bruh. Und? Oh. Bruh, Moment. Digga. Ich will nicht verlieren. You kann nur leicht, dass es wieder einmal fliegen wird. Ich mach's nochmal scheiß drauf, Digga. Jetzt. Oh Gott. Ja! Let's go. Zweiter Versuch, Digga. Ich mach's direkt nochmal. Oh. Also, Bruder, das ist so ein Joke. Dritter Versuch, mein Lieber. Fühlst du dich bereit? Ich fühle mich bereit. Oh. Ah, Digga, was ist das denn für eine Rotze, Digga? GG. 0 Punkte? Level 3. Ey, Digga, nicht nochmal so eine Scheißaufgabe mit dem Kack, Alter. Warte. Hör mal auf, Digga. Du musst das Target treffen. Da droppt dann aus dem Dropper ein Slimeblock raus. Ich kann ja schon sagen, dass es schwierig wird vom Timing her, weil ich muss den grünen Block treffen da unten, ne? Dieser grüne Block, da muss der Slime drauf. Dann baust du ungefähr so hoch und musst dann ins Wasser durch diese Ringe. Ich konnte nicht mal Körper in der Schule. Wie soll ich das jetzt machen? Erster Versuch. Das war schlecht. Mann, was, hä? Das war's. Let's go. Oh, Digga, also, first try? Ich schaffe. Was? Junge. Was? Boah, da geht's, crazy. Junge. Oh. Digga, wo kommt. Zweiter Versuch. Bist du bereit? Ja, Mann, Alter. Zack, jetzt wird's gedroppt, oh. Ja. Wie soll man denn da voll auf den grünen Punkt? Oh, der sieht gut aus. Oh. Oh mein Gott. Ja! Alter. Willkommen in Level 4. Zum Erklärmal. Was du hier siehst, ist ein riesen Target-Block. Alter, wer hat das gebaut? Das sieht unglaublich gut aus. Ja, du hast 3 Versuche, auf diese Slime-Blöcke springen. Du? Genau so. Und dann in der Mitte treffen. Du musst es, während du in der Luft bist. Yo, Bruder. Mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. Oh, Geronimo. Und dann und... Let's go! First try. Okay, das ist actually krass. Ich hab ein bisschen gelernt. Okay. Digga, let's go, geschafft, Digga. Let's go. Wir machen sogar direkt ein 360 dazu, weil wir Gamer sind. Nee, machen wir doch nicht, glaub ich nicht. Oh. Ich bin ausgerutscht. Whoopa. Ja, das... Ich darf nicht so weit oben aimen. Schlecht. Doch. Level 5. Was ist das denn? Du kleiner Hund, Digga. Wie soll ich das hitten? Also, du musst dich jetzt ins Minecart reinsetzen. Und da musst du den Moment abpassen, in dem das Schwein sich durch das Loch zeigt. Also, Digga, witziger Arsch. Das kann doch keiner mal erwähnen. Okay. Digga, was ist denn das? Das kannst du nicht ernst meinen. Ja. 3 Versuche. Du musst dich in das Minecart setzen und im Minecart das Schwein treffen. Let's go. Oh. Bruh. Oh, close. Das war sauklos. Digga. Wer das hittet, ist insane. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Ehrlich jetzt. Ja. Zweiter Versuch. Tack. Oh. Das war aber knapp. Oh, das war... Das war nicht mal drinnen, ne? So, schau zu, Digga. Willkommen in Level 6. Was ist das schon wieder? Da unten ist ein Slimeblock. Du musst nach oben schwimmen, dann auf den Slimeblock zu fallen, in der Luft das Minecart, was du gerade runtergeschubst hast, abzuschießen, dann dich in das Minecart reinzusetzen. Ja, nicht so. Let's go, erster Try.
Und? Nein! Nochmal! Oh. Und? Oh. Insane! Okay. Jetzt ganz entspannt runter. Und? Ist sie hittet? Jo, wie war dein Tag so? Oh. Die war gehittet bei mir. Big fail. Der dritte Versuch. Let's go. Das war sehr, sehr gut. Und? Oh! Ja. Was like that? It's Showtime! Und? Oh. Alle guten Dinge sind drei. Okay. Oh, das war ultra close. Willkommen im vorletzten Level. Dein Ziel ist es, mit dem Crossbow den ersten Villager abzuschießen, auf den Slime zu fallen und dann den zweiten Villager abzuschießen. Ich bin ready, Digga. Abfahrt. Oh. Erster Try. Let's go. Oh, getroffen. Ich bin jetzt aber richtig erwischt. Oh, ganz close. Ein Hit. Oh, sogar gestorben. Und zweiter. Das war nicht. Und schau mal, aber du. Let's go! Du hast hier quasi zwei Villager und einen Slime und Wasser. Ja, good luck. Locker fahren. Oh, ein Hit. Zwei Hits. Oh Gott, Alter. Oh, let's go! Oh! Du bist jetzt im letzten Level angelangt. Das ist so ziemlich das Schwierigste. Ich bin mal gespannt. Oh nein, oh nein. Du musst hier quasi auf den Slime springen, dann so, dann umblättern und dann in das Wasser. Das öffnet sich wirklich nur ganz kurz. Let's go. Raus, Champ. Und? Oh mein... Let's go. Oh. Geblättert und... Oh! Was? Ich war zu schnell. Das oh mein Gott. Das ist so lächerlich. Nee, das sehe ich nicht ein, Digga. Du... Yo, was? Okay, ich leg los. Ich hab's verstanden. Ich bin ein MLG-Gold. Let's go. Lass ein Like da. Oh mein Gott. Alter, das seh ich. Ich war ausgesehen. Und? Nein, ich hab's. Whoopi! Oder? Oh mein Gott! Du kleiner Hund. Ja, das Leben ist scheiße, Mann. Würdest du sagen, du hast dich gut geschlagen? Ich war scheiße. Wie denkst du, hast du dich geschlagen, Erfur? Ich war abgrundtief schlecht. Was ist dein Fazit? Was denkst du, wie gut warst du? Ja, ich glaube, ich habe mies reingekackt. Das war's auch schon mit diesem Video. Mich hat's echt überrascht, wer da am Ende gewonnen hat. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video oder auf Twitch. Schaut rein und ciao, ciao. Hugo? Warum hab ich den Zauber abgespeichert? Wir wurden abgesniped. Hugo, komm mal auf! Hugo! Ich weiß nicht, wie ich richtig bin. Nein. Was ist los? Ich hab die IP nicht, Digga! Scheiße! Wo steht die IP? Hier! Bin da! Oh nein! Nein! Thank you.